Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Shisha-Team. Gesund mit Mart. Und Bier. Wir haben uns wieder zusammengefunden, um euch einen neuen Tabak zu präsentieren. Und ihr seht es bestimmt schon, es ist geworden heute von der 187 Straßenbande. Die Nummer Hashtag 009. Na, was ist die Nummer 9? Schreibt es in die Kommentare. Wild Beast, genau. Ja, ihr kriegt typischerweise die Dose für, hätte ich vielleicht vorher gucken sollen. 16,90 €, hast du recht, Max. 200 Gramm, also ein wenig teurer vielleicht als der Durchschnitt, aber alles im Rahmen. Ist noch nicht angezogen. Wir warten einfach nochmal 5 Minuten, bis der Kopf dampft. Ich habe übrigens den Kopf gebaut und durfte nicht anfangen. Stimmt auch wieder. Ich habe die Kohle gemacht. Du hast die Kohle gemacht. Also ich bin fein raus. Das stimmt. Ich habe... Bitte geh. Ja, natürlich. Glaubst du, ich scherze, Mann? Hau ab. Tschüss. Pfui. Ali ist jetzt durch den zweiten Ausgang aus diesem Gartenhaus rausgegangen. Jetzt geht's ja. Nee, wir warten jetzt. Und warum bist du eigentlich noch drin, Ali? Jawohl, und 10 Sekunden später sind wir auch schon wieder zurück. Wir haben gerade mal Gas gegeben beim Anrauchen. Und ja, es war anstrengend. War anstrengend, aber dafür kann es jetzt richtig losgehen. Gucken wir uns vielleicht gleich nochmal den Schnitt an. Also schnitttechnisch sieht das Ganze eigentlich ziemlich gut aus. Relativ feiner Schnitt, aber nicht zu fein. Was mir bei den 187ern immer auffällt, ist, dass der irgendwie so ein bisschen klumpt. Also der schwimmt nicht in Molasse, aber die Molasse, die da ist, scheint irgendwie klebrig zu sein. Aber ja, muss man jetzt nicht viel beachten, kann man glaube ich jeden Kopf easy mitbauen. Kann man nicht meckern. Aber vielleicht kann man beim Geruch meckern. Kommen wir zum Geruch, Freunde. Ja, der Tabak soll eine Beerenmischung aus 6 Beeren sein mit einer Schwarzteenote. Guck mal. Ja, also die Beerennote sticht auf jeden Fall hervor. Man riecht so einen säuerlichen Mix wirklich aus verschiedenen Beerensorten. Ja, und dann wird das Ganze begleitet von so einer ganz leichten, herben Teenote. Und insgesamt riecht es einfach fruchtig frisch. Frisch? Also ja. Ist auch eine Eisbeere mit drin. Ah, vielleicht ist da auch ein Eisbär mit drin. Nein, also keine Mentholbombe, aber leicht frisch. Das stimmt schon. Und ansonsten einfach fruchtig und ich finde sehr ansprechend. Dadurch, dass er nicht zu krass süß riecht, könnte das ein echt geiler Mix im Geschmack sein. So, Freunde, kommen wir gleich mal zum Geschmack. Also von den 6 Beerennoten oder unterschiedlichen Beerenfrüchten, die da drin sein sollen, schmecke ich nicht wirklich direkt raus, was da jetzt drin sein soll. Aber ihr habt hier eine wirklich leckere Fruchtnote, süß. Und am Anfang, also wenn ihr zieht, habt ihr so eine angenehme Frische.
die aber relativ schnell, wenn man es ausgepustet hat, wieder verfliegt. Also es könnte meiner Meinung nach noch ein bisschen frischer sein, damit es einfach noch ein bisschen länger im Rachenraum bleibt. Mhm. Sonst muss ich sagen, wenn man ausgepustet hat, ist auch ja, die süße Bärennote irgendwie weg. Also meiner Meinung nach bleibt das nicht so wirklich beständig. Ist halt ganz angenehm beim Ziehen, sehr lecker. Aber ja, irgendwie fehlt da die Intensität so ein bisschen. Dass ihr noch ein bisschen länger was vom Raucherlebnis habt. Dass ihr im Geschmack einfach noch, dass ihr noch ein bisschen länger bleibt. Was meint ihr dazu? Ich finde die Teenote, die merkt man wirklich nur ganz, ganz leicht. Ist vielleicht auch gut so. Aber sie dämpft, glaube ich, auch so ein bisschen diesen spritzig frischen Geschmack der Beeren, den ich mir doch ein bisschen mehr erhofft hätte. Das Ganze geht so in die Richtung, ganz entfernt in die Richtung vom Whiteberry, also von dem Beerengeschmack selber. Aber er kommt halt überhaupt nicht an die Intensität ran. Und das Whiteberry ist bisschen, Chill. Genau. Von Social Smoke. An den Whiteberry Chill von Social Smoke. Ich finde den irgendwie komisch. Da haben wir es mal wieder. Irgendwie, weiß ich nicht, finde ich den anstrengend zu rauchen. Ich kann es gar nicht näher beschreiben. Aber so anstrengend ist es, ich übernehme gerne. Ja. Ist es die herbe Note? Ja, ich glaube. Irgendwie ist da oder die Beere? So ein Nebengeschmack, der mir nicht gefällt. Was soll ich sagen? Wir sind überfragt. Also ich... Ja. Ich bin ehrlich und bring's gleich auf den Punkt. Ich muss davon nicht unbedingt noch einen Kopf rauchen. Dann können wir auch zu dem Fazit kommen, dass der nicht unbedingt eine Kaufempfehlung kriegt. Ja. Wie gesagt, geschmacklich ist es wieder eine Frage der Person, wer ihn jetzt raucht. Jeder hat einen anderen Geschmack. Vielleicht feiern das einige. Aber der große Kritikpunkt ist, er ist flüchtig im Geschmack. Obwohl er geschmacklich nicht so überzeugt, raucht das Ganze aber einfach super. Da habt ihr wirklich keine Probleme mit. Hitzebeständig ist er auch. Mhm. Und ja, gar kein Problem, ob es nun im Lotus raucht oder im Kamin. Das ist euch ganz überlassen. Funktioniert beides. Ja, also ich glaube, wir haben dann auch schon wieder soweit alles Wichtige genannt. Mhm. Ja, gibt vielleicht mal eine Probierempfehlung für Leute, die so einen Bärentabak suchen. Auf der anderen Seite würde ich dann eher sagen, greift zu Chaos Toxic oder... Wenn ihr fitte Bonzen seid, von mir aus auch der Wildberry Chill von Social Smoke. Ja, ich glaube, da gibt es bessere Beerenmixe. Aber nichtsdestotrotz könnt ihr natürlich gerne den Daumen nach oben da lassen, wenn euch das Video gefallen hat. Oder und drückt auf den Abo-Button, damit ihr nichts mehr verpasst, keine zukünftigen Videos. Bald geht es ja auch los zur Shisha-Messe. Jawohl. Kann man schon nochmal so ein bisschen teasen. Da sind wir wieder für euch am Start in Frankfurt. Da werden sicherlich auch wieder einige Videos kommen. Von daher lohnt es sich wirklich zu abonnieren. Ganz genau. Und wenn ihr es noch nicht wusstet, am 21. und 22. April ist die Messe für jeden Besucher geöffnet. Karten gibt es auch noch. Kauft euch die am besten im Internet. Wirklich, ihr steht einfach ewig lange an der Tageskasse an. Also erspart euch das einfach. Zack, Internet, PayPal, Kreditkarte, was auch immer. Geht ganz easy ausdrucken und ihr kommt mit geringerer Wartezeit. Ist ja immer, weiß nicht, so eine Viertelstunde müsst ihr schon rechnen, bis das ganze Gedränge da drin ist. Aber was schon. Genau. Tja, und bis dahin würde ich sagen, wünschen wir euch noch eine schöne Woche, einen schönen Tag, einen schönen Abend. Whatever. Was auch immer. Guten Rauch, guten Geschmack. Und wir sind raus. Ciao. Ach so, hier, Facebook und Instagram und so. Abchecken. Nicht vergessen. Oh Gott, das ist jetzt in der Endcard. Das beachtet doch gar keiner. Doch, die Leute gucken ja gerade die Endcard. Wegen unserer coolen Einblendung hier. Wieder. So. Schneide es ja, einfach ein paar Mal zwischen. Zwei Sterne oder so. Ja, leider. Schade. Also ich finde den Vorgeschmack ja eigentlich gar nicht mal schlecht. Gut, du feierst den jetzt null. Wahrscheinlich freut es dich, dass er nicht ganz so intensiv ist. So groß.